Eufen Pripetschik brennt a fire, und in Stibis heis, und der Rebbe lernt kleine Kinderler, der male Fes. Und der Rebbe lernt kleine Kinderler, der male Fes. Sogtche Kinderler, gedenktche Teiere, was ihr lernt da. Sogtche noch einmal und take noch einmal, kommet's alle vor. Sogtche noch einmal und take noch einmal, kommet's alle vor. Wir begrüßen euch heint in dem heintigen Tag zu einem neuen Programm. Der Programm von Yiddish Calgary ist heint in dem Haus von Shimshon und Ita Heilik. Shimshon und Ita Heilik seien nicht von die Neigekommene in Calgary. Sie befinden sich schon ein paar Jahre da. Ich will haben die Möglichkeit, für euch vorzustellen, ein Lehrer, ein Erzieher, ein Artist, ein Schreiber, und ich kann zugeben, noch eine Sache nehmen zu der interessanten Persönlichkeit, was heißt Shimshon Heilik. Wir haben gesagt, als wir begrüßen euch aber Heilik, der Ziel von dem jüdischen Programm, was heißt Yiddish Calgary, ist zu bekennen dem Eulen, was wohnt in Calgary und öfter euch in andere Erde. Ich wollte gewollt, wir sollen haben mal kurzen Schmus wegen dem Nächten, und euch ein bisschen wegen Heint und Avade wegen Morgen. Lass mich hören ein paar Wörter wegen dem Nächten, von wann ihr kommt, von was Calgary, wenn ihr seid gekommen, gibt uns eine Reihenfolge, was heißt Shimshon Heilik in Calgary. Calgary ist gewesen von mir ein Zufall, ein ungerichteter Zufall. Ich hab nicht gewusst von Calgary, nicht gekannt Calgary, ich hab gekannt Montreal, gehört von Montreal, gehört von Toronto, Winnipeg, aber nicht Calgary. Der Zufall ist gewesen, was ein Mensch in der Jod, was hat mich gekannt von Schreiberei, von Schreiben in den Presseartikeln, ist gewesen in Calgary. Und redenweg wegen der Perichu und der Mango von Lehrers, hat er rekommendiert, er soll schreiben einen Brief zu Shimshon Heilik, kein Argentinier. Mhm. Und vorschlagen, öfter wird er dann kommen. Und das ist gewesen, das Schalitz von David Lehrer. Und also bin ich gekommen in Calgary, ich habe geantwortet positiv auf den Brief, was mir vorgeschlagen. Und im Februar 1946, dem 18. Februar, bin ich gekommen in Calgary. Und nicht beginnen der Peretschuh. Und damals gewinnen Lehrer Zaretzki in Schuh. Mhm. Nehmen, ich habe einen Eintritt zurück. Vor dem, wie wir gehen ein bisschen weiter. Von wann kommt ihr? Von wann stammt die Sprache? Meine Sprache, die Kate, die Scherscheret von meiner Sprache, geht bis dem Chassam Seufer. Mhm. Der Chassam Seufer, Rab Moshe Seufer, sie hat gelebt in Ungarn, es gewesen eine von den berühmtesten Posken in London in jener Zeit, ungefähr in dem unheb 18. Jahrhundert. Rab Moshe Seufers Anenikel hat schon gelebt in Österreich und ist gewesen ein Deputat im österreichischen Parlament und hat getäuscht dem Namen Seufer auf Heilig Schreiber. Mhm. Sie ist der Heilige Schreiber. Dem Einikel stammt der Shimshon Seufer. Shimshon Heilig Schreiber, wo sehr es gewähnt der private Seufer von Rabbi Yisroelche Regina. Mhm. In dieser Dynastie, die Dynastie von Rabboni und Sofri. Mein Vater allein ist gewähnt ein Rauf, in Pommern, in Baranowe, das ist auf deutsche Grenz, bis die letzte Jahre von Chum. Ich, in die Jahren, im 37. Jahr, 1937, bin ich heraus von Yeshiva.
Ich bin gewesen ein Radener, Yeshiva-Bocher, ein Talmud von Chofetz Chaim. Und ich bin raus von Yeshiva, bin rein lernen in Machon Leimada in Warsche. Dort bin ich gewesen Professor Schor, ist gewesen der Dean von dem Machon. In den Jahren 1938 hat man mich zugenommen zum Präsidentprogramm gehen im Militär. Geworden als Soldat? Geworden. Katet und gelost vorn. Aber das hat er gewesen, er hat mich zugenommen, hat mich gerufen zu Dienst. Und damals habe ich herausgenommen, dass der Leuben ist von dem Vigil Boyskowitz. Auf drei Chadoschen, eine Studentengruppe, gefahren zu den letzten Pavillonen von der Pariser Ausstellung. Und ich bin weg in Paris. Im Dezember 1938. Im Dezember 1938 haben wir gewusst, was geht tun in Polen. Mhm. In Polen hat man nicht gewusst, sie gewinnt Zensur. Bleiben in Paris habe ich nicht gekannt. Ich habe gerade meine Seidens als Schwester in Paris. Sie hat gewollt so bleiben, aber ich habe nicht gewollt bleiben, weil sie gewinnt als Akone Paris und von mir. Haben wir gesucht, wo können wir von? Sind wir herumgegangen, gesucht zwischen den Ambassades. Wir sind gekommen zu dem Bolivianer Ambassador und er hat gesagt, für $50, weil ich das Stellen wiese. Mhm. Und so bin ich gefahren in Bolivien. Und von Bolivien? In Bolivien bin ich abgewiesen, über Neichadoschen und herumgewandert mit der anthropologischen Kommission, Tante Wien Dr. Johnson, ich so bekannt mit ihm in Santa Cruz. Das war ein Anthropologe, ein Berühmter, seine Geforen studieren die Inkas auf dem Berg zwischen Bolivien und Peru. Und ich bin geforen mit seinen Neichadoschen gewandert mit der anthropologischen Forschungsmenschen. Ein bisschen wegen Argentinien. In Argentinien, von Bolivien, bin ich in Karibik geschmuggelt. In Argentinien. Geschmuggelt. Von wie sollte man nicht gekannt? Wir wollen das keinem nicht erzählen. Ich meine, ich hasse für Chalila. Ich habe geschmuggelt in Argentinien. In Argentinien, der Fakt, euch hat ein Zufall, ich habe sich bewusst, als der Hauptdorf von Argentinien ist gewesen, ein Radener Yeshiva-Bocher. Mhm. Mit ihm habe ich sich bekannt, in der Söhne bin ich rein, bald noch die ersten drei Tage habe ich schon geritten, Passo Tempel auf Ascoret. Und jeden haben sich ungeheben zuteilen zu mir. Und er war da hin noch, hat sich umgesetzt, Mami schon gesetzt, als Soldat in Mosesville. Mhm. In Mosesville gewesen die einzige moderne, marinte Schule in Argentinien. So gab es eine eigene moderne Binien, mit einem schönen Garten, mit Kindergarten. Und ich habe nicht gewollt von in Mosesville, weil es gewesen, es hat gewissen, in Argentinien, in Buenos Aires, hat schon gewissen, die Zukunft, die Jehova-Zukunft in Buenos Aires. Ja. Ich bin aber gekommen in Mosesville, in dort habe ich bekannt, mein Pläne, mein Karte, weil ich habe gewohnt. Und Iten ist gewohnt sehr zufrieden, als Sie sind gekommen? Ich habe gewohnt, dass ich bin rein gewohnt, sehr heus. Und wir haben gehört, wir haben geredet ein bisschen wegen dem Nächten, wir wollen reden ein bisschen wegen morgen. Was tut man heute? Was können wir tun mit dem jüdischen Heint? Speziell in den kleineren Yeshuven, wo es ist begrenzt, jüdische Kultur und jüdisch redende Menschen, ich meine jüdisch redende, mit einem Kulturbagage, mit einem Bewusstsein, ist sehr wenig. Geworden sehr wenig. In Calgary, wenn ich gekommen bin in Calgary 1946, ist da gewesen, eine Sprache, etliche eine Sprache, radikale Menschen, oben mit der Kulturbewusstsein. Ich hatte gerade Interesse für jüdische Theater, für jüdische Literatur und speziell für Lectures, jüdische Menschen, welche man gebracht geben Lectures, reden von dem Mäuland. Lass mich ein paar nehmen, was ich weiß, ich konnte nicht ausrechnen alle und ich will nicht euch, also wir sollen vergessen, einige, aber ja. Ein paar von den Namen von Nächten. Und die Namen von Nächten, hatte ja die Papernes, jetzt gab die Buschekens, jetzt gab die Perlmanns, und jetzt gab die Eisensteins, und die Scheinens, und die Steins,
Es ist gewesen als ein Gemischerz von Volksjiden und Linkejiden. Mhm. Und der Linkism in der Schule faktisch ist gekommen in Kampf mit mir. Weil wenn ich bin gekommen in die Schule und bemerke die Richtung von Linkism, ob ich probiere drehen den Dischel ein bisschen in der Seite, und es ist vorgekommen Konflikten mit mir im Komitee. Aber ich bin gewesen bei sich fest und habe gesagt, oh, es gefällt euch nicht vor, ich zurück in Argentinien. Ich darf nicht um Calgary. Aber ich verstehe, die Erziehung kann nicht gehen, bloß in eine Richtung von Linkism. Mhm. Es darf gehen, alles, was ist positiv im jüdischen Leben, darf werden auch reingebracht in der Schule. Nur ihr habt das gerade angefangen. Yeah. Und ich, wenn ich bin gekommen in 1952 und geworden als Lehrer in der Perelschule, ist doch schon ein neuer Lehrer gekommen, was hat euch gehabt, ein bisschen mehr von dem Ivrit? Zwischen gewesen, fortzusetzen. Sicher. Ich denke, ich habe eingeführt im ersten, dritten, zehnten Perelschuh. Wie so kommt meine Bekanntschaft mit der Ewrim Kelevin? Ewrim Kelevin, in dir, ihr seid gewesen also Vasun. Ja. Ich meine, die Töchter sind doch also meine Schwester. Ewrim Kelevin ist gesessen beim Tier und hat gemurmelt. Was hat die Gadju, er hat alleine, was ist das? Was ist eine Perlschul, er hat alleine? Ja. Ist noch dem Seder bin ich hinzugegangen und gefragt, sagt mir Abid, kennt ihr Firma Seder? Sagt ihr, was heißt ihr, kenne? Da war der kenne ihr. Ihr könnt machen, ein Jontertigen Kiddisch? Sicher, ich will doch schon im Sohn kenne. So, ich verwusst, will denn nicht, dass die Kinder so wissen? Ja. Was schade, sag also, dann wissen? Ich schicke sie nicht in Schuhe. Aber ich will, sie sollen wissen, in Pals, wenn du es kommen, ob sie wollen das Film tun, sollen sie das tun. Mit Twilis, Twilis ist ein Treffen in Perlschuh. Und ich habe gesagt, Twilis ist eine Musa. Und wir haben morgen geholfen zu Greten See zu der Bar Mitzvahs. Wie gedenkt das? Was hat sich getan? Also, Bar Mitzvahs gewinnt Treffen. Also jetzt genommen ändern die Zeit und sie haben Masken gewinnt dazu, sie haben sich untergegeben. Und das ist gewesen, die Nächte von Calgary, die Nächte von Perlschuh, wo es beide sind, schon nicht da. Ja. Lass mich jetzt übergehen zu einem anderen Thema. Wenn ich euch vorgestellt habe, habe ich gesagt, Lehrer, der Erzieher, Artist, Schreiber. Lass mich gehen jetzt zu dem dritten Kapitel, Artist. Ich gebe einen Guck und wir sehen dort die Bilder, die hängen, nicht nur bei euch im Haus, yeah. In der Sachhäuser in Calgary und mit dem, über der ganzen Welt. Könnt ihr reingehen und erkennen Shimshon Heiligs Unterschrift zwischen Asach Kunstbilder, wo seinen gefunden sich. Im Prinzip will ich unterschreiben mit jedem Häuschen. Auf jedem Bild, was du erzählst, du erschien Heilig. Schien Heilig, ja. Das ist ein Prinzip. Ich meine, Kunst ist eine Sache, Menschen fragen, das ist eine alte Frage, was ist Kunst? Kunst ist ein intuitives Stichje auf ausdrücken sich künstlerisch. Also meine Expressionistischkeit ausdrücken sich künstlerisch. Und ich halte jeden einen von uns, ist du der künstlerische Drang. Jeder eine von uns ist ein Künstler. Ich meine, alles Lehrer, was der Gata gelegen, sich zuzugucken, wie Kinder haben eine Neigung für Kunst. So du bei Jutla mit Perzen, so du inzwischen seine Kinderlieder, ist du der Skulptor. Du ein Lidl, die Perz guckt sich zu, er nimmt Lehm und klebt sich aus ein Menschele, klebt sich aus ein Kerzele, klebt aus ein Meisele, stellt es auf dem Fenster zu trinken. Er ist ein Skulptor, er ist ein Künstler. Nur wenn ein Mensch wächst auf und die Interessen herum ihn zu zweigen sich, mit Tannhof, mit Parnassus, mit Abgeräu, mit Kindern, dann nieder die Künstlerischkeit erhob in sein Hinterbewusstsein. Wir gucken sich zu und wir sehen, wir wissen, also sagt mal, weckt sich auf die Künstlerischkeit bei Menschen. Und so, wir wissen, ältere Menschen haben bekommen, sind gewohnt künstlerisch. Künstler, ja. Und die Mama Moses. Ja. Deltere Jahr. Neu in Israel ist gewesen, erinnere ich, der kann das nicht durch Mann in dem Namen. So, du hast eine Sache von sich. Ist da also eine Sache, was heißt jüdische Kunst? Kunst wissen wir. Was ist also eine jüdische Kunst? Ich meine, die Frage ist sehr breit. Faktisch, ich meine, der weiß ein bisschen, weiß, als bei Jiden ist Kunst verboten.
law, as steht le tanzel le kol pesel ve kol tmuna. Du mach nicht kein pesel, mach nicht kein tmuna. Das hat jeden abgehört, a lange Zeit. Aber nicht allemal. Wir wissen, wo wir sind mit Gebäuden bei Samektisch. Mit Schleim am Melech Gebäude im Jammer noch ist es. Und die Gebäude gestanden auf 12 Ochsen. Die ganze Besamektisch von draußen, ich bin baziert mit Kruvim. Ja. Anstatt die Kruvim in dem Morgen. Ich bin Kruvim. Kruvim, ja, Kruvim, ich bin ein Neustrupp von Malochen. Und es sind nicht keine jüdische Sache. Jeden haben das adoptiert, sondern es adoptiert von Alt-Assyrien, von Alt-Persien, von Ägypten. Auch viele der Sphinx ja. In Ägypten sind in Form, als sagten sie, in Form von Kruvim. Kruvim sind wie ein Verschädnis, wie ein solcher Beschäftnischen mit Fliegel, ja. So ein Gattaponen von einem Ochs, Aponen von einem Leib, und auch Aponen von einem Mensch. In Chashmenoi im Alef, wer erzählt, dass Shimon Chashmonai hat gebäut ein Käfer von der Chashmonai. Was hat er getan mit dem Käfer? Er hat ein Gebäut mit solchen großen Seilen. Und auf den Seilen sind wir ausgedrückt, Schiffen, Kleimelchama, verschiedene Spazierungen. Ist er, nicht gucken dich auf dem, hat sich Kunst ja entwickelt bei ihm. Jüdische Kunst weiß ich nicht, was es da ist. Jüdische Kunst, wenn man will sagen, jüdische Kunst darf man zurückgehen zu den Zeiten von den Sofren. Mhm. Also weit? Ja. Also weit zurück? Ja. Von was versucht ihr das? Weil auf den Zeiten von den Sofren hat man eingeführt die Tagim. Tagim. Mhm. Als Sach, damals auf den Schriften, auf den Megillus, ich gewähne Iurim. Zeichnungen. Die Chashmenoim klagen sich auf dem, von was mit der Leib die Zeichnungen auf dem Megillus. Es ist nur vor, wenn wir sagen, die Schule, was wird gefunden in Dura Apropos, in Irak. Dura, wir können es gefunden, bei der Fuzot, sagt man, dort ist Wend baziert mit Bilder von der Nacht. Wunderliche Bilder. Das ist Jiddisch leer. Aber jiddische Kunst im Allgemeinen hat man nicht erlebt. In die späteren Zeiten noch, wenn wir sagen, in Mantua, in Italien, ist ein Haus der Eure Chaim im 17. Jahrhundert. In dort gewesen Penemäff von Rabbonim. Haben andere Rabbonim reingelegt im Cherem dem Eure Chaim, aber wir nicht nutzen dem Eure Chaim. Gut. Und mir gerät ein bisschen wegen dem Nächten, wegen dem Heim und sehr kurz, weil ich weiß ja viel nicht, wie viel Zeit wir haben. Was ist die Zukunft von Jiddisch für morgen? Sehr kurz. Ich weiß, es ist schwer, das zu tun. Schwer aber zu sagen. Doch, Chodja Paul werden. Die Linien ist oft nicht aufgeben. Ich meine, jeden, die Egophobie von jedem. Jeden hat man eine gefolgische Neigung. Sie schämen sich mit sich. Ich gehe in Gas und ich sehe Nese, Japanese. Ja. Sie schämen sich nicht mehr, red, heuch, sehe Sprache. Sehe Sprache, was soll man sagen? Ajit wird es nicht tun. Ajit wird täuschen den Namen, um so nicht erkennen, als er ist Ajit. Und das ist eine gefolgische Neigung. Mhm. Das ist ein minderwertiger Komplex bei jedem. Was in wieso das zu tun, umwegen bei sie. Aber das ist nicht keine Sache, was man sich schämen mit sie. Ich meine, die jüdische Show ist ein Inje, was man tun wegen dem. Aber bringen jüdische Theater ist ein Inje. Zu geben jüdische Musik ist ein Inje. Zu bringen einmal einen jüdischen Redner da. Das aufzuwecken, zu sorgen sie, aber das ist nicht minderwertigkeitskomplex. Aber als es kommt, als ich, und ihr wisst, dass ich bin aktiv in der jüdischen Kirche, und ich schlage vor, lass mir herabbringen, was ihr jetzt gesagt habt, ein jüdisches Theater, ein jüdischen Redner, sagt er, wir haben das probiert, und es kommen die ganzen 10, 15, 20 Menschen, die hier zu sind, und so groß, wie soll kommen das da? Wie soll kommen das befriedigen dem Eulem, als viele 20 Menschen bei einem Referat ist Gamsule Teufel. Es ist wenn man bringt. Eben bringt ein Menschen mit einem Namen, dann kommen Menschen. Ich glaube, es werden kommen. Ich glaube, in Calgary ist von einem an Eulem, weiß ich, 200 Menschen am wenigsten, was kennen Jiddisch, reden Jiddisch. Der Fakt ist, wenn wir sagen, es kommt der Yom HaShoah,
der Yom HaShoah, ja. Es kommen Menschen in Tomeres Do, Amor, Wer, was redt Jiddisch, verstehen Menschen Jiddisch. Schön. No, ich wollte gewollt, ich weiß, dass in dem zweiten Zimmerbereich gefinden sich ein paar Bücher, Manuskripten, und wir wollen euch geben, mal gucken auf einige von den Bildern, wollen wir machen ein Stickel an die Bereich jetzt, yeah. Und wir wollen sehen, hab mal guck in dem zweiten Zimmer. Okay, gut. Jetzt befinden wir sich in der Bibliothek von Rav Shimshon Heilik. Und hereinkommend ich her, habe ich bemerkt zwei Bücher. Mit einem Buch bin ich sehr bekannt. Und ich will euch weisen, das Buch, das lebendige Volk, von Shimshon Heilik, unsere alte und neue Geschichte. Und ich habe das gelernt mit unseren Kindern da. Aber ich weiß, in Assad, Plätze über der Welt, kann man finden das Buch in die jüdische Schule. Das Buch hat einen anderen Anfang. Was ist also anders, der Anfang von der anderen traditionellen jüdischen Bücher? Das ist eine retrospektive Methode. Das heißt, wir heben an von heute, wir gehen zurück zu den Nächten, zu den Mehrnächten, von wann es kommt. Das ist eine Methode, wo Kinder können aufrappen, können hoppen, aber gerief wegen Geschichte. Der Fakt ist, als die Manitoba School Board hat betrachtet die Methode und hat diskutiert, dass es sich gelohnt, einzuführen, das in die Public Schools, die Methode. Mhm. Aber sie verbunden mit sehr viel Geld, zu täuschen alle Textbücher und eben eine neue Methode. Und das Buch allein hat gekostet über 20.000 Dollar. In der Regierung hat er gegeben 10.000 Dollar. Eine Subsidie soll es euch geben, weil du wirst euch behandelt, Kanade. Kanade, ja. Kanade wird behandelt. Und ich weiß, wenn ich bin in Mexiko in der jüdischen Schulen, ja, haben sie genutzt das Buch. Ja, das ist, wird behandelt, Kanade. Das Buch ist der Ressort, ich habe geschrieben, das in Wienerberg. Kennedy, wenn wir sagen, die Schulen, die Kinder, speziell die Methoden, Geschichte, aber ich gesehen, Kinder kennen nicht die Geschichte, haben nicht den Begriff von Geschichte. Im größten Fall kommt man zu Geo Spanien und sind nicht auch in Jeden. Ja. Verloren alle Jeden. Auch ausgetrieben, die Jeden von Spanien sind nicht auch. Das nimmt darum Jeden über die ganze Welt. Auch viele Jeden in China. Jeden in dem weiten Bethlehem bei den Amazonen. Jeden in den Dorm amerikaner Länder. Jeden, weil ich oben zurückgekommen von den Janusen, von den Maranen. Also herum, als jeden bekannte sich, du siehst das lebendige jüdische Volk, wie es leben letztens jeden in der Welt. Oh, ich das letzte Buch, was ich auch jetzt bemerkt, ist, ich weiß, keiner hat das noch nicht gesehen, weil es ist noch aus, das ist ein Manuskript. Und das Buch, wie ihr seht, sagt uns, was das Buch ist. Das ist eine Sammlung von 20 Essays. Das ist geschrieben in Hebräisch. Und es hat werden gedrückt in Gieren in Israel. Okay, anytime. Das ganze Haus bei euch ist eine Sache herrliche Bilder. Eine Galerie. Und sicher wollten wir gewollt sein, alle. Aber ich wollte gewollt sich konzentrieren nur auf ein paar. Welche, lass mal das Bild? Das Bild ist unser Jerusche. Unser Jerusche, da ist vorhanden alle jüdischen Jungtäufe. Aber sie sind nicht zerbröckelt. Ihr hat der Luch ist zerbrochen, ein Stück auf den Schäufe, ihr hat den Lulev, ihr hat zerbrochen, es hat vielleicht der Ghettoaufstand. Du hast vielleicht der Ghettoaufstand mit Mord von alle Menschen. Mord von alle Menschen, so ich tue da. Das meint, da, in die Länder in Amerika, haben wir nicht keine ganze Jüdischkeit. Jeder eine hat gehabt ein Brekel. Das ist wie ein zerbrochenes Wasser, eine Kehle zerbrochene. Und jeder eine hat ein bisschen, gehabt ein bisschen, was man observiert. Das ist nicht keine ganze Jüdischkeit. Aber alles zusammen, das ist die Komposition von unserer Jerusch, von allen unseren jüdischen Jüdischen. Sehr interessant. Da haben wir wegen Shalom. Das ist die Komposition wegen Shalom. Du Hashem, Alamed, Avov, Amen. Aber ich habe genommen alle Fragmente von Tanach, von den Neviim, von Jeschaja, von Micha, von Tehillim, von Zecharje, die welche reden wegen Shalom. Und ich habe das abgeschrieben. Die Blätter sind zerrissen.
weil kein Shalom ist noch nicht da. Aber die Zerrissenkeit kann sich zurück behaupten in der Ganzkeit. Sie sind so zerrissen, dass sie können kommen zusammen. Euch die Äußchen sind global. Zu sagen, dass Shalom ist universal, das ist nicht eine afrikanische Idee, es ist eine universale Idee, Shalom. Hat ihr Shalom geholfen zu arbeiten auf einen Gedanken, wie er soll zu neu zurücken, die Blätter, das, das die diese werden, Tag Shalom? Ich warte, dass es kommt Shalom, weil ich zu neu zurücken die Blätter. Rab Shimshon, eine von den Bildern, was ich habe sehr erneuert zu sehen, da heint, ist ein typischer Tuvia der Melcheke. Ja. Tuvia, was der Film, was ist gemacht geworden, Fiddler on the Roof, ist der Gebäude auf dem Tipp, der wir der Milchiker. Shalom Aleichems, der wir der Milchiker. Und da seht ihr, was ein Wort? Ja, der wir der Milchiker ist eine von den jüdischsten Tippen von Shalom Aleichems Werk. Mhm. Das ist ein Tipp, was Emmes, Schlemmestig, weiß nicht, kein Chochmes, er ist ein Gläubiger, er ist nicht ein Gläubiger, er geht noch, er geht nicht noch. Das ist ein dörfischer Tipp. Ja. Ich habe lieb gehabt, dörfische Tipp. Jeder einer von uns hat lieb gehabt, die dörfische Jiden, die dörfische Tippen. Tippen. Die jährlichen Jiden, wenn ich pflege eine Impfung von Misrat Arzi Israeli in die Kibbutzin, pflege ich besuchen dürfen, wo es so gewohnt, der dörfische Jid. No, das ist toll wie der Milch, ja. Wie gießt die Milch, du in der Seite steht die Kuh, ja. Du ist die Zieg, was sucht zu haben, ein Leck von der Milch. Und das ist ein Tipp, ein frommer Tipp mit den Teleskoten. Ja. No, ich will Ite und zu euch, Grabschimschen, ich will euch bedanken für alles, was erlosen, reinkommen in euer Haus. Großen Dank. Und wir hoffen, dass ihr heute neue gehabt von der Besuch in Haus von dem Lehrer, Schreiber, der Zier und der nemestike jüdische Jid, Ite, und sicher Shimshon Heilik und sein Mischproche. Einen schönen Tag. Einen großen Dank und ich hoffe, ihr werdet mal zleer sein und das ist eine gute Arbeit und man darf es vorsetzen. Eufen Pripetschik brennt auf Feier und in Stieb ist heiß und der Rebellern kleine Kinderlech der Malefes und der Rebellern kleine Kinderlech der Malefes. Sogtje Kinderlech, gedenktje Teiere, was ihr lernt da. Sogtje noch einmal und Tage noch einmal, kommet alle vor. Sogtje noch einmal und Tage noch einmal, kommet alle vor. Pripetschik brennt auf Feier und in Stieb ist heiß und der Rebellern kleine Kinderlech der Malefes und der Rebellern kleine Kinderlech der Malefes. Sogtje Kinderlech, gedenktje Teiere, was ihr lernt da. Sogtje noch einmal und Tage noch einmal, kommet alle vor. Sogtje noch einmal und Tage noch einmal, kommet alle vor. Mein Name ist Arne Eichler und ich will euch begrüßen noch einmal mit dem Anfang von dem Programm Yiddish Calgary. Heute bin ich sicher, als eine Sache von euch wollen sich bekennen mit einem wichtigen Platz in Calgary. Ein Platz, wo eine Sache von der jüdischen Kehille in Calgary kommen und haben ein Neues, sich zu bekennen mit dem Eigentümer von Schayers Kosher Meat. Chaim Schayer, ein Teuschef in Calgary für eine Sache Jahren, ist begrüßen mir euch und wir wollen euch, die, die es können, nicht sollen sehen,
mit Mr. Chaim Schayer. Mr. Schayer, yep. Wir befinden sich hier im Bereich in Krom. Ja. Yeah. Und wir wollen sich bekennen ein bisschen mehr intim mit euch. Ich wollte gewollt fragen, Lomoschel, wie lange sind ihr schon da in Calgary? 32 Jahre. 32 Jahre. 32 Jahre, das meint in Calgary auf demselben Platz? Nicht auf demselben Platz. 24 Jahre auf der 70. Avenue, in 8 Jahre, wie ich bin jetzt, in Oak Bay Plaza. Mhm. Lass mich hören, ich weiß, als über Fahrdem wir sind gekommen, kein Calgary, weil der Ziel von unserem Programm ist, wir chasern es über jedes Mal, ist, wir wollen reden ein bisschen von den Nächten, wir wollen ein bisschen von dem Heint und sehen, was sind denn eure Gedanken von dem jüdischen Morgen. Und wenn wir sagen jüdischen Morgen, meinen wir nicht nur die Sprache Jiddisch, sicher ist das wichtig, aber dem Hemmschicht von Jiden, Jiddischkeit und euch die jüdische Sprache. Gebt uns ein bisschen, von wann kommt ihr, wo sind die geboren geworden, ein bisschen von dem Hintergrund von Chaim Schayer. Ich bin geboren geworden in Dombrowa, Gornica, die Gubernia gewählt Kelze, in 1939 bin ich geboren genommen in Kempan. Welchen Camp? Klein Mangelsdorf. Ich gewähne mein erster Camp. In Genuchten bin ich gewähne noch in vier Camps. In Genuchten habe ich aufgeklopft. 360 Jingo, das sind gewähne 6 Feet groß. Ich habe uns geschickt nach Russland zu machen, die russische Bahn anzuschließen mit der europäischen Bahn. Und nachdem du immer krank geworden war, Typhus, aber man hat uns gesagt, euch schießen, und man hat uns genug getäuscht, und dann ist es nicht mehr gekommen, Litau, man hat uns gegeben, andere Clothing, und wir sind reingeflogen in ein Erholungslager in Deutschland. Der Erholungslager geheißen Annaberg. Von dort haben wir uns gekriegt zu essen und zu trinken und genug noch mal rausgenommen zu der Arbeit. Was kommt nach Russland? Was kommt dann kommende Passierung? Was wir wollen sich, ich weiß, als Vardemelchome ist Chaim Schayer gewesen, ein Tennisstar, yeah. Ich spiele Tennis, ich spiele Football. Aber die wichtige Sache ist, jetzt sind wir in der Kufe von dem Churben. Ja. Befreit geworden wo? Befreit geworden bin ich in Leitmeritz. Und das ist 3 Kilometer weg von Dresdenstadt. Das war ein größeres Ghetto. Und dort in die russische Armee rein ist er uns befreit. Die russische Armee hat er befreit? Ja. Jetzt eine neue Welt, ein neues Leben. Was kommt denn? Wir bleiben fort und ich habe gehört, dass sie sind gewesen in einem Lager in Deutschland. Ja, yeah. In Lager, ich bin gewesen nach Stuhl, Straubing, in Niederbayern. Dort hat mir der Government von Deutschland in die UNO gegeben, erlauben ist, zu haben Fleisch und schicken zu den Lagers. Der Dingdorf, Pocking, in der Weite. Oh, Chaim Schayer, der Mond, Pocking. Pocking ist eine Lage, wo Aachen Eichler ist gewesen nach der Milchome. Und dachte ich mir, ob ich mach nicht Katos, ist öfter eier Schuld, was Aachen Eichler seit euch genähne Hore, also gut, weil wir haben euch geholfen zu essen, gut Fleisch in dem Pocking-Lager. Und öfter soll ich euch jetzt bedanken, nach dem Norddeutschland. No. In Deutschland ist noch gewesen, dass ich wieder blockiert in Berlin und wie gemacht Backsloch mit Fleisch in der amerikanischen Armee oder so geschickt nach Berlin. Kuschefleisch. Kuschefleisch zu der Berliner Blockade. Ja. Yeah. Gut, jetzt, lass mich hören, von Deutschland schnell kein Israel. Israel. In Israel bin ich gekommen und gebracht alle Maschinerien von Deutschland zu machen, Wurst.
und wir kriegen ein Rezion und wir müssen machen Wurst und sie gehen Fleisch in drei Spitäler. Und für die Schäkem. Für die Schäkem hat es geheißen, für die Armee. Die Schayer haben mir vieles geschickt, Fleisch in dem Mepsai Sinai. Der oh. Elarisch. Elarisch sollten wir euch gegessen. Ja. Ich sehe mir am Halach von mir Hebenmorgen von Polen, Russland, Deutschland, Israel und jetzt kein Ade. Ja. Und jetzt kommt Chaim kein Toronto. Ja. Ich bin gewesen ein Jahr in Toronto. In Toronto gewesen von mir Ziegreus. Und ich komme meist nach Haven und gesagt, komm nach Calgary. Ich bin gekommen nach Calgary, aber gekauft. Als Dorf, eine Butterschaft in Kelsen, in Azoi, gelebt zu Gott. Ich habe gemacht zwei Kinder, bin einig Jahr. Und Gott, ich weiß zu mir sehr gut. Asach Menschen kommen da rein in Krom. Ja, Asach. Und kommen Asach Moslems. Für was kommen die Muslimmänner her? Was ist die Siebe? Für sei sichern Halal Fleisch. Aha. Weil sie doch, sie wollen essen Koscher? Koscher. Sie wollen essen Koscher. Sei riefen Suppe Halal. Halal. Sei, aha. Ist darüber kommen sie her? Ja. Und danken Gott, dass zu lieb sie ist euch der Business ein bisschen besser. Ja, yeah, der Business ist geliebt zu Gott, aber sag Mohammed. Und sie sind sehr zufrieden von den Produkten. Chaim, ich wollte fragen etwas und ich weiß, Chaim hat schon erzählt zu einer komischen Passierungen, was ist geschehen da in Krom oder ich meine, ich habe schon erfreut, etwas erzählt an Meinsale. Ich meine, das ist doch ein wichtiger Platz für die jüdische Kirche. Gedenkst du etwas an schöne Erzählung, eine komische Passierung, was ist geschehen da? Ich habe drei viele Meinsale, aber ich kann nicht schreiben, ein Gittbier. Nochmal, eine. A jede Frau, die zeigt mir etwas anderes. Nun, aber Herr. Und ich will nicht erhören, alle meistens, weil nicht, weil wir haben größere Zorres. No, das kann man nicht erzählen. Eine. No. Kaffee kann ein Meister? Nein, kann ein Meister. Ruven, ich habe mir Chaim, als wenn, es wird kommende Zeit, als wenn Chaim wird haben ein bisschen mehr Zeit, wird sich wegsetzen mit seinem Frau Shoshana und bei einem Buch. Und man wird öfter wird man schreiben, ein Buch, wie so ist das Leben hat euch gesehen, bei Shire's Kosher Meat, in Lomir Eats, ich will sich Tage bekennen und ihr sollt uns weisen, die Produkte, was ihr verkauft, was gefunden sich da bei Jiden in der jüdischen Häuser, ist, weil mir Eats hat mal ein bisschen spazier. Wie ich hab zugesagt, weil mir Eats geben mal guck über dem, was es gefühlt sich da bei Mr. Schayer in Krom. Und ich habe sich speziell abgestellt bei euch. Das erste Platz ist ein Platz, was ist mir sehr beliebt. Und das ist der Hering. Und ich will euch weisen, das ist, ich habe schon sicher häufig gegessen, Asach von dem fleischlichen Hering. Und das ist mein beliebster Hering. Das ist der Bar Mitzvah Hering. Was noch ist da, Chaim? Lass mich her. Es ist Gitterfisch. Die gefüllte Fisch. Was ist das? Oh, das ist etwas interessant. Was ist das, Chaim? Pickles. Oh, Pickles. Igelkiss. Igelkiss. Das, mit was isst man Igelkiss? Mit Fleisch. Mit Fleisch? Ja. Yeah. Wo kauft man das Fleisch? Bei Chaim Schei. Was ist das? Oh, für ein Garden Gourmet. Ich finde es gut. Das ist von Israel. Was ist das? Obst in Dorm. Go ahead. Well. Das ist Sachen, was kommt von Israel. Vegetarian. Die Menschen müssen nicht lieb kein Fleisch. Und danke Gott, Chaim sagt, dass er nicht doch kein Sachmenschen, was nicht lieb kein Fleisch. Weil Thomas will sein, ein Sachmenschen, was nicht lieb kein Fleisch, wird er nicht sein lang in der Business. Das ist Käse. Was kommt in Amerika, es hat 108 Slices und es ist nicht anders, nur rein von Lark, aber andere Sachen. Es ist rein Kusche. Wir haben schon da die Aravachis.
Nein, nicht du. Wir wissen euch, Chaim, als der Calgary Jiddische Center hat euch ein Käse, was heißt die Arava Cheese. Und wir wissen, als jetzt hat man so ein Arbeiten noch einmal, ist sicher in einer sehr kurzen Zeit, wird sein der Arava Cheese, das ist under the supervision of the Calgary Jewish Community Council. Und das ist wichtig. Mir ist ein Produkt. Nicht jüdische Council. Jüdische Council, nicht Jewish. Ja, jüdische Council. Soll sein jüdische Council. Ja, und jetzt kommen wir zu einander Teil da. Was ist sehr wichtig, ist die Fläschchen. Die frische Fläschchen. Chaim, lass mich hören. Was befindet sich da, Koidem Kohl? Die verschiedenen Würsten? Das ist Wurst. Das ist Wurst. Was wird gemacht? Du in Stau bei Chaim Schayer. Das ist Wieneres, was man bringt von Montreal. Levitz. Gehen weiter. Und das ist Barbecue Chicken, fertig zu essen, für ein Empire von Amerika. Und das ist das Koscherfleisch, was und das ist Koscherfleisch, was kommt von einer von den größten Packingplätzen, Dominium Packers in Toronto. Und es gestrickt bei der Government Inspector. Und Chaim, mit dem verende ich mir den Besuch bei euch. Und ich will euch bedanken für den Besuch da. Es ist gewesen sehr interessant für mich und ich hoffe, es wird sein interessant für jeden einen. Einen schönen Dank. Einen schönen jetzt, Dank zu dir, Arne. Und jetzt werden wir reingehen. Bald Chaim Schayer hat da nicht weit von ihm. Punkt entgegen ist da Susan's Kosher Bakery. Gut, lass mich rausgehen jetzt. Gut. Und ihr seht, das ist nicht weit. Es ist sehr nahe, da reinzugehen, da her zu kommen zu Susan's Bakery. Oh, und da ist Mr. Rose. Das ist Susan Rose. Und ihr Mann, Ian. Und sie sind die Eigentümer von dem Susan's Kosher Bakery. Und neu bewillt, Gitter, guck, was tut sich da. Freitag ist da lebendig, jeden Tag. Der Geschmack von dem Essen. Und ihr werdet mal gucken auf euren Eichlern, werdet ihr sehen, als ich komme da euch und die süße Sachen, Geschmackssachen, was tut sich da, ist mamisch unglaublich. Aaron, I'd like you to have a sample of our roly-poly and our humintaschen that we've prepared for Purim. Oh, yeah, Purim is not very far off. I cannot resist all those goodies. So I will try a humintasch.
going to join us in the next song, but I'm not going to tell you what it is. You'll have to guess. Thank you.
telling a tikva. You may as well tell them the truth. I played Hatikva for years and years, and O Canada, because the better players, and there were many, many of them, thought it was beneath them to play stuff like that. So go ahead, play it. What? Trippetschick brennt auf Feier und in Stieb ist heiß und der Rebbe lernt kleine Kinderlich der Malefäß und der Rebbe lernt kleine Kinderlich der Malefäß sagt ihr Kinderlich, gedenkt ihr Teiere was ihr lernt da noch einmal und tage noch einmal kommet alle vor sagt ihr noch einmal und tage noch einmal kommet alle vor Yiddish Calgary noch ein Programm noch ein Tag wo mir die haben sich versammelt da heint in dem Calgary Yiddischen Center sich zu bekennen mit ein paar Volk. Ein paar Volk, Ephraim und Anna Golant, wo es beim Sof und dem Programm wird ihr sich schon bekennen und wird ihr hören und ihr wird wissen ein bisschen mehr wegen dieser Greifungen, wegen den Nächten, wegen dem Heim und wegen dem Mord. Und einige von den Gedanken, was sie werden nach uns bringen, in dem kurzen Schmurs, Jiddisch in Calgary, was Arne Eichler wird oben mit Ephraim und Anna Golant. Mir begrüßen euch. Ich will euch begrüßen, Frank Golant, Ephraim, Rabbi Ephraim und Anna. Und sie sind gekommen, dort zu sein mit uns, zu verbringen die paar Minuten und sich bekennen mit euch. Weil er sagt von den Menschen, was, wenn sie kommen in dem jüdischen Zentrum oder Umetum, haben euch gesehen. Und können euch schon den Namen. Aber wissen nicht ein bisschen den Hintergrund wegen euch. Rabbi Ephraim, erzählt uns, von wann kommt ihr? Wo sind ihr geboren geworden? Ein bisschen wegen dem Nächten. Geboren bin ich in Weißrussland, in Babruiska, jüdische Stadt. Nachdem, was ich gewähnt der Revolution,
Ja, ich bin halt 1 Jahr Zeit. Aber ich geworden ein bisschen älter, weil mein Vater repressiert. Und ich habe uns angeliefen, nicht ich allein, meine Schwester, der Bruder und auch eine Kliniker, sondern entlaufen wir in Kiew, eine Schwester und ich mit der älteren Schwester, aber ich war in Leningrad. Leningrad? Das ist jetzt, was wir gegeben haben, neue Nummer. Ist das St. Petersburg. Aha. Die Stadt ist sehr schön. Ich habe dort gedient, in Baltijski Flot. Dort noch vergendigt a Militär School. Und ich habe gekriegt a Militär Name. Militärischen Namen? Ja. Und bekommen a Rang? Ja. Starschina Perwe Statie. Aha, nun, sehr schön. Immer Radist, noch mein Spezialnetz bin ich ein Radist. Bin ich dort noch gemacht, praktisch 2 Kriege. Die finnische in 1939 und 1939 bin ich gewesen in Pelen. Und in 1941 bin ich gewesen mit Hitler. Von wann kommt Anna? Ich bin geboren in der Ukraine. Bis in der Malchum habe ich dort gelebt. In der Malchum habe ich gelebt in Litwinien, in Vilnius. Und von dort bin ich gekommen in Calgary, in Kanada. In Kanada? Ja, doch, vor der Malchum, was zu tun in der Malchum, bin ich angelaufen mit meiner Mutter und mit meinen Brüdern. Ich bin gewinnt nicht viele 18 Jahre. Mein Vater ist in Dämmel gewesen auf dem Front, in 41. Jahr. Und in den Jahren hat man mich ihre Züge genommen in der Armee. Und dort bin ich gewinnt schon bis in der Rente. Von der Zweiten Weltmilchom? Ja. Sind ihr gewinnt außer Russland in der Armee? Ich bin gewinnt in Russland. Ungeheben habe ich in Russland. Ich bin gewinnt in Stalingrad. Ich bin gekommen in Berlin. Sind ihr gekommen mit der Armee? Ich bin gekommen bei Pride Berlin. Ja. Sehr interessant. Erzählt uns ein bisschen. Ich bin gewesen in Königsberg, ich bin gewesen in Poland, in Warschau. Es ist gewesen der zweite belarussische Front zu umgreifen. Mhm. Und so sind wir gegangen, ich bin gewesen in der Communication. In Communication? Ja. Rabbi Prime sagt mir, ich weiß, dass ihr früher, wenn ich habe geredet mit euch, und ihr mir erzählt, Mainzerle wegen Aseiden, was ihr seid gewesen sehr nahe zu ihm. Erzählt uns wegen ihm. Die ganze Erziehung hat mir gegeben, mein Seide. Der Pfarrer, was mir die erste Sache haben wir gelebt, in einem. Und die zweite Sache ist, ich bin in Cheder faktisch nicht gegangen, weil ich gewinnt 2 Wochen, ich dort gewinnt echt schon, wir sagten nicht offiziell, mit nicht dort. Dann kommen der Reben, ich sagte dem Seidenas, ich kann euch nicht mehr nicht halten. Ich sagte der Seidenas, gut, ich komme mit der Knell. Wollen wir ihn lernen? Haben wir gelernt. Im 28. Jahr hat man vermacht in Ades die Schuhe. In der Chasen von Adessa Chorchow gekommen in Babrois. Mm-hmm. Und bei uns in Stuhl hat man ihm durchgehört. Und ich habe auch gehört, der Chasen von Amor. Ich habe auch viel gehört, dem letzten Auftritt in Avram Jürgelschul in Babrois, Pinchuk. Oh, dem größten Chasen Pinchuk. Okay. Freitag Abend hat er aufgedauert, Kabbalah Shabbos. Und Sabbese Nacht. Shabbos in der Peter schon gedauert. Noch zur Besenacht ist er schon rausgestrotten in Theater und gesungen dort noch Hitsch verdammt. Sag mir, wie sollt ihr sich beide bekannt und wo? Anna? Ja, wir haben sie bekannt und Calgary. Ja. Nun ist es gewesen bei in Schiba, meiner Freund. Und dann so ist es gegangen weiter. Na so, haben sie bekannt, ihr habt doch nicht gekonnt in ganz no. Russland. Keimul nicht sich begegnet, no. Ihr seid gewesen auf den Leinkleid. In verschiedenen Städten. Der Keurl hat gebracht, dass sie so kommen kann in Calgary und sich dort bekennen.
Für was ist Anna gekommen in Calgary? Ich bin gekommen in Edmonton, nicht in Calgary. Der Frau, was mein Sinn mit seiner Familie, sondern schon gewinnt in Edmonton. Und ich bin gekommen zu sehen. Und meine Tochter mit ihr Tochter, weggefahren in Israel. Dort in Israel, mein Enkel hat schon noch gedient 2 Jahre in der Armee, ist dort endlich schon in der Universität. Sehr fein. So, ja. Weg von Edmonton, kein Israel und jetzt verendigt die Universität. Ja. Und Rabbi, wo sind ihr? Gekommen in Calgary? Oder? Meine Kinder sind gekommen in Calgary und ich bin gekommen mit sie. Aha. Und in Edmonton bin ich gefahren zu Rebanen. Ah. Ja, sie gehabt den starken Kraft zu ziehen, also 300 Kilometer. 300 Kilometer. Anna, ich weiß, als ihr seid euch sehr aktiv in die Jewish Seniors Friendship Club. Ja. Ihr seid die Präsidenten, die Vorsitzende. Ja, ich bin es der Präsident. Mir gefällt sehr zu arbeiten mit den Menschen. Der Frau ist mir oben Möglichkeit zu reden, Yiddish. Und das ist sehr, sehr gut für mir. Und der Frau ist in meinem Leben, ob ihr sehr winzig Gott Möglichkeit zu reden Yiddish. Ich bin geboren schon nur der Revolution. Und es ist schon nicht gewinnt in Yiddishkeit in Russland. Der Farbe ist bei mir sehr, sehr eine große Sache, wo sich kennt, begegnen mit Menschen und reden Yiddish. Mhm. Und ihr Ephraim helft doch zu, ob Sie ist die Präsidentin, seid ihr der Vizepräsident? No. Nein. Nein. Was? Ich habe meine Pflicht verfahren durch Center. Tommy Herr, das was ich sage, habe ich auch schon hereingeführt. Ihr seid sehr aktiv rund im jüdischen Center, mit den Jiden, mit den anderen Menschen. Was ist euer Beitrag? Die erste Sache ist, hat mir da ausgelernt, backen Challe. In Aschachen, als ich back, früher ist er noch zurückgekommen, weil ich gerade, ich habe immer gerissen, es hat gefüllt worden und so weiter. Richter was zurück, ist ein Schacharbeiter von Jewish Center. Sagen wir, als ich ein alter Bäcker, sie hören als ein Geschmack und Geruch von der Challe als Backtag. Gucken wir, sagt mir, ich bin ein alter Bäcker, aber kein alter Bäcker bin ich nicht. Ja. Ich gucke auf euch beide und ich sehe, ihr seid behangen mit Medaillen. Erzählt uns wegen der Medaillen, Herr Vorwärter. Ich hab eine Medaille für Königsberg. Wir haben genommen in Königsberg. Ich habe eine Medaille für Warschau und für Stalingrad. Mhm. Und das ist, I'm sorry. Okay. Das ist, rief zu hohen, Atechistene Weine. Was meint das? Второе Степен. Das ist echt schon eine große... Das ist ja eine wichtige Medaille, nicht jeder in der Bekunft ist. Ist das, hat ihr die 3 Medaillen einmal verwarschen? Nein, nicht nur 3, es ist mein die 3, ich habe 4. Nur das ist die... Das ist die wichtigste. Ja. Ihr halt das... ist das... Ist, euer Mann hat nicht gesagt, Medaillen. Er hat nicht verdient. Er hat nicht verdient, das Medaillen. Aber Brian, wollen wir hören wegen eurer Medaillen? Ich habe bekommen 2 Medaillen in Finnland. Im finnischen Krieg und der syrische Emerson in die Krieg. Ich weiß, als ihr mit eurer Arbeit helft euch die Jiden, die sind gekommen von Russland. Sagt uns, erzählt uns ein bisschen, was sind denn die Probleme? Was, wenn die Menschen kommen nachher, was für Probleme begegnen sie? Und wie so macht ihr für sie dem tagtäglichen Leben ein bisschen geringer zu leben da bei uns in der Stadt in Calgary? Das erste Problem, als wir kommen zu den Menschen, ist die Language, die Sprache, was wir nicht reden können. Und das ist das erste Problem. Ich bin mir sehr zufrieden, was wir oben Menschen, welche sie können uns helfen. Wir dürfen gehen zu einem Doktor, wir dürfen gehen in einem anderen Office. So etwas. Die Kinder, nicht alle können gehen mit den älteren Menschen, sondern vernehmen, sie arbeiten. Ist aber rieft mich im Irgitz, ist gehe ich mit dem ganzen Arzen, gehe ich helfen, Menschen überführen, wo ich kann allein. Mhm. In der Elfweiß, also die Menschen, mit der Sprache, ich weiß, wie sie gehen,
wie wir können etwas kaufen, wie wir können etwas gefunden. Und wir beten, also sollen kommen bei uns im Club, wie sie können sich begegnen mit Menschen, sich bekennen mit Menschen, ist damit die geringer der zu stippende Zeit. Zum Rollenmärchen will mir die Menschen sollen wissen, die jüdische Jantäuben. Doch war es in Russland nicht etlicher Ort gewesen, wenn eine jüdische Jantäuben. Wir machen, wir haben gemacht Purim. Ist er geht bei uns, wir haben gemacht Chanukka, I'm sorry. Ja. Ist er geht bei uns Purim. Und wir wollen, als bus mein Menschen sollen kommen bei uns. Wir nehmen Musik, wir machen Tänzen, wir geben Preise, alles, was wir kennen, aber mein Menschen sollen kommen bei uns. Es ist von mir, bei MS gewesen, ein paar Genügen zu reden mit euch. Seid gesund und ein schönes Dank euch von uns alle da, wo es wohnen und haben wir neue von den Programmen. Ein großes Dank auch. Und heute ist mein größter Covid vorzustellen für euch, ein Jid, ein Mensch. Und wenn man sagt, ein Mensch, meine ich es in vielen Sinnen von Wort. Das ist ein Mensch, was ist belieb, bei der Sache von dir, was können ihm. Und öfter durch dem Programm, weil die Sachmenschen haben die Möglichkeit, sich zu bekennen mit ihm in der Zukunft. Ich rede wegen Freund Ruven Schmuskevich. Freund Ruven Schmuskevich, was ist gewesen, kommt von Russland, gewesen in Israel, ist schon da in Calgary. Und ich bin sicher, als nach dem heutigen Programm, wird dir sagen, ich bin zufrieden, sich zu haben bekannt mit einem Mensch, mit einem Jid, was heißt Ruven Schmuskevich. Frank Schmuskevich, wir begrüßen euch. Wir sind zufrieden, dass ihr so gekommen und genommen ein bisschen Zeit heim zu kommen und habt mal Schmus mit uns. Sehr zufrieden. Gib uns ein bisschen, von wann kommt ihr, wo sind die Gebäude geworden, ein bisschen einen Überblick, bekennt unsere Menschen mit euch. Geboren bin ich in Peel, in einer kleinen Städtele bei armen Eltern. Die Städtele hat geheißen Luschki. Gewinnen mich dann mal 40, 30 Gesprochen. Die Armkeit bei uns in Stube gewinnen Reis, ein vieler Stückel breit, gewinnen nicht alle Tage. In 1929 Jahr hat mir mein Bruder genommen in die Schive in Breslau. Ein größeres Städtel, wo ich da Volksschule, 3 Millionen Menschen. Die Eltern meine haben bestimmt mit seinem Masel, mit seinem Mocken. Und darüber kleiden sich in Breslau. Als er um die Sachzeit hat es nicht gedacht, gedauern, da packen sich die Päckler mit den Säckler. Mit der Tat alle, was soll mit angespanntem Pferd und mit darauf gelegt. A Beta hielt sich mehr, a Decke gesteppt von Stickler, Schayer. Kimperne? Kimperne dachte ich nicht gewesen, sie gehen a Schinik. A Schinik heißt es, a Sack auch gestoppt mit Streit. Das ist gewesen die Perne und der Matratz. Bei den Gewirren gewesen für Perne, sehe ich, was das ist. Wir sind gekommen in Breslau. Ich dachte, mit seinem Mocke mir gewesen. Noch mit seinem Masel nicht. Der Dallas ist gegangen hinter dem Wagen. Wenn wir fahren auf eine große Maschine, wir können antreffen, der Pferd ist ja nicht, ai. Aber mein Vater Dallas soll ein guter Pferd, ich dachte mir, kein Mann nicht gewesen. Oder er hinkt, oder er fängt. Nur als ich mir gelebt in Breslau, zu 8 Jahren ist er mir recht ausgekommen, helfen in Stube arbeiten. Ich fahre gegen einen Merk, nehme ein paar Pferd, wegführen und trinken sie zum Moschere, zu dem Teich. Und der Puyer fragt mir, oder geben Geld, oder ein bisschen Lepo, oder ein Plastik, oder Putter. Und das fahre ich weggetragen nach Hause. An mir gewinnt 11 Jahre mit ein paar Kadoschen, dachte ich, spielen wir sich auf dem Gas, mit was kennen die Ohren, mit Kindern spielen sich, mit Stecken da. Im Stecken, also haben wir Spiele gewinnt. Die Mama klappt alle Schollen im Fenster, sie ist gerufen, komm mal rein. Wir nehmen sie, ist gerufen. Na reingegangen, weggesetzt sich. Was zu sagen, Mama? Heute der Tate gekommen und er hat zu der Rätsel mit der Serer, was Serer die Hör, in der zweiten Viertel, in Wien. Und er nimmt dir auf 3 Jahre zu lernen sich.
Und a Briefele kennst du sie muss haben die Mammen. A Kades kennst du absorgen. Darfst du fahren. Im Gorg waren zufrieden. Und das wäre ein Mensch, sagt die Mama oder so. Und da wäre ein Mensch. Und sie mit die in Cheder darf man sie nicht gehen. In Volksschul darf man nicht gehen. Weil gelernt zu haben ich nicht sehr gut. Da sind wir dem Recht genehmes. Ist gewinnt kein guter Talmud? Nein. Kein Chumische bei mir nicht gewinnt. Kein Schieder nicht gewinnt. In Stub genäht. Die Eltern sind nicht umgegangen, wie wir lernen. Sie haben gedacht, Sorgen für ein Stich oder Breit. Ist um mir sich bekannt, wo sind geboren geworden, was ist geschwein, eier Jugend. Es kommt die Milchome, die zweite Weltmilchome. Yes. Was tut Ruven in Zeit von der zweiten Milchome? Einen kurzen Überblick. Wo sind die gewesen und bis ihr seid weg von Russland? Es ist schon gegeben, so die Milchome. Ich habe gearbeitet in der zweiten Stadt, bin gekommen nach Heim und der Tate und Mama kleiden sich in den Weg. Sie packen sich, die Leichter, dem Talis, die Tfilen, dem Tates. Und geht weg zu Fuß. Nur auf dem Weg haben wir sich umgeworfen, weil die Aeroplane haben bombardiert. Und wir haben verschiedene Mädchen schon mit uns umgeworfen. 3,5 Jahre habe ich nicht gewusst, wo sie sind. Und sie haben nicht gewusst, wo ich bin. Ich bin mal weggegangen auf der Milchome, das ist gewesen, ich komme Oktober, November, 41. Jahr. Mhm. Ich bin abgewesen, gemacht wie 6 Jahre von einer Armee, von Stalingrad bis Budapest, bin ich da gegangen. Zweimal bin ich gewesen verwundet. Einmal bei Stalingrad, in Hand, erleichtert wurde Gott zu danken, dem zweiten Mal in Fuß und Finger bei Budapest. Und dann bin ich aufgewärmt bis 1947. Ich will noch überhaken. Hm? Ich gedenke, es vielleicht ständig sein, wo, wenn Stalin ist noch gewesen yes. Und der russische Antisemitismus hat so gebrennt, yes. Als in Russland hat man geschrieben, als Jevrei will in der Taschkentem Fronte. Yeah. Wie viele Jiden? Was und wir wissen, sind gewesen, als sag jüdische General, nicht gesagt, gewähren. Aber sind gewesen größere Offizier. Yes. Habt ihr das gesehen, doch yeah, wirklich? Ja, yeah, ich habe gesehen. Ich weiß von der Zeitung, was ich habe gelernt von Peel, und von der Zeitung, ich bin mal ja vier zurück. Dort habe ich gewinn geschrieben, das geht, weil ich mir gewinn, ich bin mir gewinn in Brezhnev, ich habe mich gewinn. Nur, ich dort geschrieben, als über 200 Millionen Juden, über eine halbe Million Juden sein Gewinn auf der Front. Offizieren, Generäle und Soldaten. Über 200.000 sein Gefallen neu von Front Juden. Und gewinnen als Helden. Mir dachte ich, auf dem zweiten Jahr sein Gewinn Helden von Russland. Von den russischen Soldaten? Ja. Was noch Russland? Wann sind Sie weg von Russland? Von Russland bin ich weg in 1979 in Israel. In Israel, mein Strem ist gewesen, weil ich gewesen auf Achsara, in 31. Jahr. Und ich habe gestrebt noch, zu Lipfaseid in Sibis, aber ich nicht kennt, komme früher. Ich habe durch den Drei mir gewesen noch eine Arbeit. Was ist eine Arbeit? Ich habe gelernt sich, geguckt, bekennt sich. Und danach bin ich angekommen, arbeiten auf einer militärischen Fabrik, das ist Jahr Zweit, Haifa Tira, wo mir Arbeit gewesen. Versteht sich, mein Fuß gewinnt der erste Mal beklau auf der Fabrik und noch mal mit dem Gewehr. Noch sie gewinnt meine Gerechtigkeit, was ich gerne gegessen. Ich will geben, was nicht ist, Eretz Israel, ein bisschen, wie viel ich kenne. Und wir dort gearbeitet zu 12 so, ein Tag, kiemat, im ersten Teil. Da ist eine Frau Genie, wo sie glaubt, mit tun, sie weiß alles. Und wir stehen, als ich gucke, wir sagen, oh, ist das richtig, wie man sagt. Ist natürlich gearbeitet ganz schwer in der Fabrik. Nur gewinnt zufrieden. 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 Mit gegeben gut essen. Mit gegeben Sachen und schon Arbeitssachen. Nur gesundig verkommen in reine Sachen. Die Arbeitssachen, nicht gewaschen. Nur mit Sturm in Mittag ist mir gewinnt halb weiß von Schweiß. Von die Salz. Ist also herum hat Ruven zugeholfen und beigeholfen mit dem, als die jüdische Meluche in Medina Israel
soll sein starker, soll sein die Waffen, was ihr hat sicher, ich weiß nicht und ich will nicht fragen, Thomas Tormen wegen dem nicht wissen. Die ganze Welt wissen. Also, das Schreuer hat gehabt gute Snaraden und gute Bombes und gute Aeroplane. Wer hat das bedürfen zu haben? Yes. Ist dort gewesen zufrieden in Israel und was ist gewesen die Siebe? War euch zu kommen in Calgary und für was Calgary? Für was nicht Montreal, Toronto oder andere? Weil meine Kinder leben in Calgary. Und mein Neben war gerne in der Universität. Die Tochter arbeitet bei ihm. Da haben wir gekommen zu den Kindern. Auf die älteren Jahren seien wir die Kinder. Haben wir ein bisschen Nachricht von den Kindern. Mhm. Und ich habe es. Ich habe die Nachricht. Ja. Weil ich weiß, ich kann eine Tochter, ich kann ja. Und ich kann eine Frau. Soll sie sein gesund? Nein. Und wir sind sehr zufrieden, ist, was ihr seid gekommen in Calgary. Und ich denke, was ich habe sich bekannt mit euch das erste Mal in der Shabbat-Zedek-Show. Yes. Und da ist gekommen Ruven und er ist geworden der Shabbos. Aber nicht nur bloß der Shabbos. Er ist geworden ein Chaver, er ist geworden ein Freund, er ist geworden ein Liebhaber von Yiddish und euch ein Liebhaber von dem Brettel, wie ich rufe zu euch. Weil nicht keine Sache von den Jiden, die sind gekommen, von Russland haben sie gekonnt wegstellen beim Omet und da wenn ein Schachres oder ein Musser oder ein viele das tagtägliche Leben, speziell für die Menschen, die kommen in Schuhe und Chas v'Chalil, es ist geschehen, eine Tragödie, sie sind mit sie gestorben, ist die Freundschaft, was ihr da rausgewiesen zu den Menschen, ist das, was sie wollen gedenken. Was ist, wie ihr so seht euch jetzt? Es ist ein Stock in Schare Zedek, es ist jetzt geworden, Nun, was soll ich euch sagen? Wegen sich habe ich es schwer, mir zu reden. Ihr wisst mir ganz gut, wir treffen so sehr oft in Schule mit euch. Und wenn es da ein Hassene, ein Gentleman-Diener, wie wir arbeiten, wie wir tun, ihr wisst ganz gut, Herr Christen, danke, ich habe fein gesagt. Nun, es kommen sich zusammen. Sagt mir, wenn ihr wollt, gehabt die Macht, ich weiß, es ist eine schwere Frage, es ist eine politische Frage. Was wird Ruven Shmuskevich getan, wenn er hat die Macht zu täuschen etwas in Schule oder in dem allgemeinen Leben in Calgary? Was kommt dann jetzt, damit die Schule so werden mehr besucht von unseren Menschen? Ich verstehe nicht, was man kennt tun. Ihr glaubt, dass unsere Balobatim tun eine Sache davon. Und es kommen Menschen zu uns, ja wisst doch, Sabbes, und in Mittwoch, trifft einmal, und es fällt ein Mensch, nun, wo soll man tun, geht nach vorne, kommt zu gehen. Was ich hab gekannt tun? Ich hab reingebracht ein bisschen jüdische Sprache. Menschen kommen zu gehen, sagen sie, Ruven, 30 Jahre, in die Geräte vieles. Und ich sag, ach, ihr habt keine andere Brüder nicht. Nein, ich sag, uns angenehm, was wir kennen und reden mit ihr, vieles. Erzählt uns etwas. Was können wir da in Calgary reinbringen, ein bisschen mehr Jüdischkeit? Ich weiß, ihr habt gesagt, als die Balabatim tun das. Die Menschen, was soll man tun? Die Prostermenschen sind gekommen als Sachjäden von Russland. Dachte mal, die ganze Kehille, die größte Kehille da, ist da von russischen Jäden. Für was nehmen sie nicht Kanonte? Heute was weiß ich nicht. Du, Jan. Ich weiß nicht, für was. Ach, sind Sie einfach interessiert? Sie sind nicht so vernommen mit Ihrer Arbeit, Business, ich weiß, ich kenne es nicht so. Das hat, ich meine, es ist nicht keine politische Frage. Yes. Weil ich will nicht, dass Ihre Freien sollen sagen, selbst Rücken macht schon ganze Sachen dort wegen dem. Steht, die Iden von Russland, wehret jedes eher der älteren Menschen. Was Englisch verstehen sie nicht. Aber man soll zu nicht kommen, wenn ich diese einmal in Chedes, in Zwechadoschen, und Tag gehalten auf Fides. Mit sie reden, erklären auf Fides. Und bei uns sind da solche Menschen, die können erklären auf Fides. Mr. Eichler, doch wer, ist das, was sie verinteressiert. Aber als sie kommen zu gehen, sie verstehen gar nicht. Ist das schwer? Yes. Ich weiß, als Ruven hat lieb jüdische Musik. Yes. Wollt ihr gekonnt? Da, ich weiß das, ich habe euch nicht zugegrät dazu. Nein. Aber eine kurze paar Liederle in einer kurzen paar Minuten.
Was ist euer beliebtes Lied? Sein wie die Levone. Sein wie die Levone? Yes. Lass mich her. Sein wie die Levone, und er liegt wie die Sterren, von Himmel am Matone, hast du mir zugeschickt, ai, 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 ai. Nu, sehr fein. Bei mir bist du sein, bei mir hast du kein, bei mir bist du teurer wie Geld. Sabine ruft mir mich, Chobalamen zu gezeigen, mit dem Bobbe Meisserlach, was ist nicht gestorben, nicht geflogen. Bei mir bist du sein, bei mir hast du kein, bei mir bist du. Ein paar Werte, wollte ich auch gewollt, ihr sollt verändigen. Ich weiß, eine Sache von den russischen Jiden können nicht kein Jiddisch. Begrüßt sie in der russischen Sprache, потому что я знаю, много людей, что они живут в Калгари, евреи, не знают еврейский язык. То скажите пару слов до ваших друзей. Я могу сказать, я желаю всем друзьям моих, и которые я не знаю, но друзья я знаю они, много здоровья, счастья в жизни, нахас от детей и так далее и тому подобное. Шейным данкак, я вам ирагенги хабт идиш, кусиш, зай кизунт, и на шейным данк факумен. Найхи хагрисен данк фараус, мистер Эхлер. Ойфен припечик брент а фаер, ун ин штибис, und der Rebbe lernt kleine Kinderlech der Male fest. Und der Rebbe lernt kleine Kinderlech der heintigen Tag von Hofseienissen haben mir die jüdische Kehille in Calgary sich versammelt, kreie Abzeichen die wichtige Date. Jetzt wollen wir beweinen wieder die Millionen, umgebrachte durch die Nazis, jüdische Frauen, Kinder, Männer und Skenim. Ein Drittel von unser Volk ist umgekommen auf Kiddush Hashem. Euch wieder einmal fragen mir die Frage, wo ist gewann die Welt? Vor was hat die Welt geschwiegen und erlost zu Asachurben? Für was hat die Welt der Lust, also schrecklich umzubringen, hechere Millionen jüdische Kinderlach? Für was ist das sehr geschehen? Für was? Wir vergessen nicht. Wir werden keinmal nicht vergessen. Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all thy sons come.
every year, Yom HaShoah brings with it mixed and conflicting emotions. As it corresponds with the date of the Warsaw Ghetto Uprising, Yom HaShoah has certainly come to symbolize strength and the ability of the Jews to rise up against insurmountable odds. But it has also always brought with it feelings of anger and frustration. Anger at a world that could stay silent and watch millions be slaughtered. Anger at governments who claimed innocence, but whose unwillingness to act on our behalf, even when they knew and they could, has been documented by such reports presented to the U.S. State Department, to President Roosevelt. Its title says it all. Report on the acquiescence of this government in the murder of Jews. And frustration that there are still people in the world who would raise the banner of Hitler. Frustration that there are people in positions of respect and authority who would dare call the Holocaust a lie and Jews liars. This year, there's a glimmer of hope. This year, our story was told to the whole world by a film which brought the message of the Holocaust to every person. It brought a message of never forget. It brought a sense of reality to the world that this really happened. Most importantly, however, it brought a message of faith, because it showed the world that even in the most sinister and evil of societies, there can be men of strength, courage, and goodness, not supermen, normal, everyday human beings, with strengths and weaknesses, good points and bad. It showed the world that it doesn't have to take billions of dollars in immigration funds or Allied planes and bombs to save the Jews. It could take a few so very human Oscar Schindlers, if only they could be found. This year, 1 billion people saw the entire industry of Hollywood give Schindler's List the standing ovation it deserved. 1 billion people who saw a co-producer of one of Hollywood's best pictures read his number from Auschwitz. 1 billion people heard Steven Spielberg's plea to teachers and educators all over the world to teach the Holocaust in the classrooms and to learn from the remaining survivors what really happened. This year on Yom HaShoah, while we feel remorse and sadness, as every year, we are also filled with a sense of hope and pride. Finally, perhaps, the world will hear, and the world is listening. And we hope and we pray that this message is never forgotten. Thank you. Maidanek God von der Weinstein. Maidanek God is nicht kein Lied. Es ist Scheiter,
Der Mizbeach von Yid, wo es mit lebendiger Heid verglied. Scharbens von nicht erbrannte Guffen, Stimme Oisis von unser Kedoschim. Hohe gegangen zu der Heilige Akeda, ist mit Schmeiß Hoel unser Seder. Und treurige von Megillas Echo ist der Kiddush Hashem von unser Lied. Wehe uns bei einem heiligen Yid. Mein Danek Gott ist das große koschere Asch, von stille Bobbes, von Gott von Avram, von unserer Posche der Wasserträges, von unserer kluge Alfbeis Kinder und geborene Schiramalos Euferlech. Mein Danek ist die Jerusche von Deures, die Luches von Moshe Rabbeinus Mitbatek. Das alles hat mein Prost geschenkt, das alles hat mein Prost verlennt, in geworfen wie Holz von die Hand, in Brandäubens, in Kalchäubens. Gott treblind kellerblinde, mein Danek ist nicht die Schritte dort von Bialik, als weis uns vor jenem heiligen Jid. Nicht nur Gott hat so viel Teuten in uns seine Teukef, wie viel Sort getrunken, mein frommer Seder, denn er ist gegangen in Talestwillen zu den Eugens von Majdanek in Lublin, zu den Quorum, Treblinka aus Schwänzchen, durch tausend Teuten und tausend Städte mit unseren Kindern auf Kiddush Hashem, hat man dich und mich gehangen, mit den Fies auf Stangen, gewiegt haben wir sich hin und zurück, in mitten Stadt auf Apostelstrick. Weht sie der Welt vor ihrem heiligen Jid. Mein Danek, man hat euch getun nacket dem Jid, von Bord, Peis, Atlas und Seid und in Versarfet lebendige Heid. Man hat euch getun, mein teurer Bobber, von Sterntichel, von die Benzlicht und sie geschochten und sie verbriet. Man hat euch getun, unsere Mammes, von Znias, von goldener Keit und sie untergezunden, Stimme Heid. Man hat euch getun, unsere Töchter, die koschere Kalles, von die koschere Chuppes und sei geschenkt und sei verbrennt. Mein Danek, man hat euch getun, das heilige Schichel von unseren Eiferlech und Kinder und sei gebraten wie Schof, wie Rinde. Mein Danek, als verscholten soll ist während das Lied, was schreibt jetzt von ihrem heiligen Lied. Und verscholten soll wer meine Hand, wo es zusammen mit ihm ist gebrennt. If the song from the heart be sung in truth, then we are all of the next generation, duty bound to pass on our parents' lament. These thoughts are respectfully dedicated to those of you who were there, and to one of us, the next generation, Steven Spielberg, whose courage of convictions committed to film the great tragic irony of our time. For through his soul-felt artistry, we were shown the pinnacle of one man's nobility, overcoming the depths of other men's depravity. For us, the children of that tortured generation, he has sown the seeds of the fifth question upon the holy Seder that was the lives of our parents and grandparents. On behalf of our generation that was never allowed to hear their answers, thank you. Some years ago, we were asked to add one more piece of matzah for those not able to celebrate the Passover in peace and freedom. The time has now come to add a fifth question to honor those who never had their answers conveyed to their loved ones yet unborn. Manishtana. Why is our family different from all other families? Why can't we be hugged by our Zetas and Bubbas like other children? All other children have their grandparents or great-grandparents, aunts and uncles with them. Manishtana. Why do we have only faded pictures to look at? Just as for the son who does not know how to ask, we must provide answers for the innocent probing minds of our children, the next generation. For we, their parents, born into peace and freedom, are now faced with a painful task. We knew little of what to ask our parents and grandparents, the survivors, and tragically for us and for them, we knew less of how to ask. For in each generation, as a new pharaoh arises to threaten the children of Israel, a new generation of survivors are commanded to retell the tale. The long sleeves that hid their numbers and scars did not shelter us from our desire of wanting to know more. Now it is our children that sense the unspoken void.
And it is up to us to attempt to answer their questions as we come to terms with those faded pictures. For there is pain in bringing images of lost loved ones to the surface, but to that task we are all duty bound. Lest they drown in a sea of apathy, or worse yet, betrayed through the heinous sin of denial. Who will be there to answer our children's questions? To pass on the sacred tale when that last witness is no longer with us? Who will not only tell of the rapture of receiving a crust of molded bread, or the overpowering joy of putting on a pair of dry shoes for the first time? Where in the easel that is the heart can one paint the lines for which a loved one moved to the right or to the left? Who will be there to convey the overwhelming sense of anguish when one realized they had waved goodbye for the last time? Mountains of books and films, museums on both coasts, are but flat mediums that convey facts and rarely feelings. When that last witness is no longer with us, who will be there to recount the magnitude of the tragedy in singular human terms, terms of the child, not of the historian? When they no longer walk among us, when that last tattoo and scar is wrapped in simple cloth, who will be there, who will be willing, who will be able to speak of that strange smell from those far-off fires inhaled as the doors to the trains were finally opened? But there are some wounds for which no amount of time can heal, though sharing with those too young to ask is by far the greatest honor paid to those no longer with us to answer. God bless the survivors with strength beyond human measure and memories that torment them beyond human emotion. May he grant us the inspiration to ask, and those that survive the courage to answer, if only for the Zetas and Bubas that never got to hug their beloved grandchildren yet unborn. May their memory be as a blessing. Amen. We often recite psalms as we search for faith and courage in difficult times. Tonight we recite Psalm 28, which is a psalm of hope and a psalm which in fact is a prayer for justice served. The David, Elecha Adonai Ekra, Tzuri al techer rash mimeni, pen techeshe mimeni v'nim shalti im yordei b'vor. Shema kol tachnunai, v'shavi elecha v'nasi yadai, el devir kodshecha. Al tim shecheni im rishaim, v'im poale aven, dovrei shalom im reyehem, v'ra'a bilvavam. Tein lahem kefoalam uchroa ma'alalehem, kema'aseh yedehem tein lahem hoshev gimulam lahem. Ki lo yavinu el pe'ulot Adonai, ve'el ma'aseh yadav yehersem ve'lo yivnem. Baruch Adonai ki shama kol tachnunai, Adonai uzi umagini Bo vatach libi v'ne'ezarti v'ya'aloz libi u'mishiri ahodenu. Adonai oz lamo u'ma'oz yeshuot mishicho hu. Hoshia et amcha u'varech et nachalatecha u'reim u'nasem ad ha'olam. A psalm of David. To you, Adonai, I call. My rock, be deaf, be not deaf unto me. For if you will listen to me, I shall be likened to them that go down to the grave. Hear the voice of my supplications when I cry out to you, when I lift my hands toward your holy sanctuary. Draw me not away with the wicked and with the workers of iniquity, who speak peace with their neighbors, though evil is in their hearts. Give them according to this, and according to the evil of their endeavors, according to the work of their hands, give them, render to them their due. For they regard not the deeds of Adonai, nor the work of God's hands. Therefore God will destroy them and not rebuild them. Blessed is Adonai, for God has heard the voice of my supplications.
Adonai is my strength and my shield, in God my heart trusts. I was thereby helped, and my heart was overjoyed, and with my song I will praise God. Adonai is a strength to them, and God is a stronghold of deliverance to God's anointed. Deliver your people and bless your inheritance. Tend them and uplift them forever. Kael Malay Rachamim. Hanechona tachot kanefei hashechina ma'alot kedoshim Tehorim Kezohar Harakiyo Meirim Umazahirim Nishmot kol acheinu b'nei Yisrael Et nishmot kol acheinu b'nei Yisrael Anashim enashim v'taf Shenit becho v'shenech neko v'shen yisrafo v'shen nehrego b'machanot b'Europa Kiddush Hashem Auschwitz Dachau Treblinka Treschenstadt Bergen-Belsen Buchenwald Majdanek Terezen Birkenau Warsaw Ghetto Mathausen V'chol Hamachanot Began Eden Tehei Menuchatom Shmoteihem Adonai hu nachalatam
Anuchu v'shalom. Kaddish is found on page 3 of our program. Yitgadal v'yitgadash shemei rabba v'alma divra chirute v'yamlich malchute v'chayecho nuv'yomecho nuv'chaye d'chol beit Yisrael bagalau v'izman kariv v'imru amin yehei shemei rabba mevorach l'olam ulmei olmaya Yid borach v'yishtabach v'yid boar v'yid romam v'yid nase v'yid adar v'yid ale v'yid alal shmei dekutsha brichu le'elo min kol birchata v'shirata tush bechata v'nechemata damiran b'alma v'imru amen yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen Ose shalom bimromav, uya se shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, v'imru amen. Mir hab mehr schitz verändigt durch dem Programm von Yiskor, dem Yom HaShoah, was ist gefeiert geworden bei dem Calgary Jüdischen Center. A sach von die, was sind da gewähnt, sind die, was sind in Nippe geblieben, nach dem größten Churban. Einer, was ist gewähnt dort, ist Arye Silberman. Ich wollte sagen, als wir seinen alle geriert haben von dem heutigen Tag, von dem Yom HaShoah, öfter kontieren ein paar Wörter, ausdrücken eure eigene persönliche Überlebnis. Mr. Silber. Ich bin geboren noch in Polen, gedient beim Militär, beim polnischen Militär, in 39. Wo sind die befreit geworden? Befreit geworden bin ich in Ebensee. Und in welchem Lager? In Auschwitz, Matthausen, Sachsenhausen, Ebensee, Melk, die kleine Lager des rechtlichen Schuhes, wo man dann zur Rim geschickt für ein Lager im zweiten. Weil ich bin gewesen ein alter Militarist. Um sie Mühe gehabt, ein bisschen damit zu organisieren, die polnische Soldaten, die jüdische. Und wir sind zu ihm geschickt von einer Lager in zweiten. Wie lange sind Sie schon da in Calgary, Mr. Silber? In Calgary bin ich von da 1953. Ich habe gesehen, euer Sohn ist da gewesen, ja. Euer Weib ist gewesen, ja. Die Einiglich sind da gewesen. Ständig. Ja. Und sind ihr da und ich bin sehr, euer Sohn steht dort und hört sich zu, wie der Tate redet. Und das ist heim, der Überleben ist. Und das ist der Deutscher, was geht von Taten zum Sohn, von Sohn zu die Einiglich. Und wir hoffen, als eine bessere Welt wird kommen für die Einiglich, wie sie es gewinnt für uns. Einen schönen Tag. Oh mein. Danke. Schicka. I would also like to introduce to you the executive director of the Calgary Jewish Community Council, Mr. Joel Miller. Joel, a very impressive commemoration of Yom HaShoah today at the center. Can you add a few words to as we conclude this program? As someone from a younger generation, an evening such as this only brings to mind how important it is for us to remember and to continue to teach our children and our children's children the lessons that we need to learn from that very terrible time in our history. I'm very proud to be part of the Calgary Jewish community and to see so many people come out this evening in order to commemorate this time in our history. Thank you.
Thank you, Joel. This concludes our program for this evening. Thank you for coming. We will continue this at the Bet Tzedek the rest of our program. Mein Städtele Tschechenow. Es ist gewesen dort ein Städtel, eins wie viel andere. Verworfen zwischen Wälder, Felder, mit gässlich schmolle, Plätzer kleine, an Ort für dem Jied, der Wanderer. Kinder seien da gewachsen, gespielt sich unter Bäumer. Junge haben da geheirat, gebäut der Zukunft, gesucht dem Frieden, gewebt wie ewig Träumer. Tschechenow hat geheißen das Städtel. Gebäut der jüdisch Leben haben Jiden, bis die Nacht die Sonne gekommen. Blut hat sich vergossen, begroben tief dem Frieden. Auf dem Ort von Gelächter, Quorim, auf dem Ort von Gassen, Teut. Die Ovens haben alles verschlungen, die Feiers haben heuch geflackert, verendigt hat erneut. In unser Sekorn wird ständig verbleiben, durch Städtele, durch Stiebele, Häus und Schul. Ich der Mann, mein Seide Bobbe, mein Mischpoche, die jüdische Kehille von Tschechenow, von Amol.